Außerhalb des Archivs und der Bibliothek werde ich immer ständig in Deutschland gefragt, warum German Studies, warum Germanistik in den USA? Und ich finde, also meine Antwort hat sich in den letzten Jahren immer neu entwickelt, aber besonders nach dieser Sommerschule, glaube ich, kann ich die beste Antwort geben, die ich vorher gegeben habe. Ich finde es sehr schön, dass ich zum Beispiel durch Deutschunterricht, wenn wir im Unterricht zum ewigen Frieden von Kant oder die ersten Karlsschule-Reden von Schiller besprechen können, um eine bessere Idee davon zu bekommen, was Nationen im deutschsprachigen Raum damals bedeutet hat, dass wir dann auch Schlüsse über unser eigenes Verständnis von dem Begriff Nation heute in den USA bekommen können. Mich hat auch interessiert, wie die Sommerschule thematisch so diachronisch organisiert wurde. Da haben wir erstmal mit dem 19. Jahrhundert angefangen, dann vom 18., 19. 20. Jahrhundert, das war diachronisch und da konnte man wirklich verfolgen, wie der Begriff Nationalautor im Laufe der Zeit entstanden und sich verändert hat. Und das habe ich wirklich schön gefunden. Und in Bezug auf die Atmosphäre war es auch ganz toll, denn wir konnten sehr schnell in Kontakt mit den anderen treten, als wir uns seit 2 oder 3 Jahren kannten. Und es freut mich zum Beispiel, die Rebecca kennengelernt zu haben, ganz toll. Unsere Chormeisterin. Ich hatte nie gesungen, aber mit der Rebecca habe ich vor einem Publikum, ich weiß nicht, vielleicht waren sie 10 oder 20, aber das war ein Publikum. Ich habe vor einem Publikum gesungen und das war ganz toll. Ich kenne Weimar eigentlich schon sehr gut, weil ich ein bisschen länger hier gelebt habe. Und daher bin ich unglaublich dankbar für die Stiftung, dass ich überhaupt das Stipendium bekommen habe. Und außerdem hat mir die Fahrradfahrt nach Osmanstedt am besten gefallen. Also wir sind am 9. August mit dem Fahrrad am Nachmittag zum Wielandsgut in Osmanstedt gefahren. Und das Wetter hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und es ist auch sehr entspannend, dass wir mal aus dem Seminarraum gegangen sind und dann in die Natur zusammen gefahren sind. Und es war für mich auch sehr bereichernd, die Spuren von Dichter zu spüren. Das heißt, wenn wir nur die Werke von Wieland lesen, können wir nicht direkt sehen, wie Wieland damals gelebt hat. Und die Führung überhaupt, also in Goethe, Schillers Wohnhaus und in Nietzsches Haus, also überhaupt hat für unsere Forschung, ich glaube, einen anderen Seitenblick gebracht.